Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität. Willkommen zu einer neuen Episode Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und heute geht es um Körper und Seele. Selten brauchten sie mehr Zuwendung und Aufmerksamkeit wie in den vergangenen Monaten. Geschlossene Geschäfte, Restaurants, Kinos, das Social Distancing ist gegen unsere Natur. Und statt Freizeitspaß muss man sich zu Hause etwas überlegen. Da überrascht es nicht, dass Erotikspielzeuge derzeit einen Boom erleben. Manche Versandhändler melden einen Zuwachs von bis zu 300%. Aber auch in dieser Branche gibt es Unternehmen, die empfindliche Umsatzeinbrüche hinnehmen müssen. Darüber spreche ich heute mit Nadine Jedlicker. Herzlich willkommen, liebe Nadine. Hallo. Nadine, du bist Inhaberin von Liebesengel. Was genau bietet ihr? Also wir machen Homepartys, also so ähnlich wie Schüsselpartys oder Kosmetikpartys, nur halt dann mit Erotikspielzeug, Bodycare und Dessous. Das heißt, ist eure Zielgruppe eher weiblich oder bietet ihr das für alle an? Sowohl als auch. Also wir haben auch bei uns männliche Berater, aber wir sprechen natürlich in erster Linie, sag ich mal, die weibliche Kundschaft an, aber wir haben auch sehr viele Sachen, die man als Pärchen oder auch für die Männer halt auch benutzen kann. Mhm. Und wie muss ich mir so eine Party vorstellen? Also wie viele Leute sind da normalerweise so oder kann man das nicht sagen? Es kommt drauf an. Also in der Regel sind es immer so 5 bis 15 Mädels oder halt Pärchen oder auch Männer. Mhm. Und ja, die Beraterin, die kommt dann halt, bringt ihren Köfferchen mit. Da hat sie dann ihre ganzen Freudenspender dann dabei, um das halt auch alles mal vor Ort dann zeigen zu können, damit die Kunden es auch anfassen können und halt auch mal in den Händen spüren können, wie die Vibration so ist. Mhm. Oder auch bei den Bodycare-Produkten. Wir haben halt viele Sachen, die ja auch besonders schmecken oder damit man es halt auch riechen kann und so weiter. Und dann wird halt die Party dann abgehalten. Das ist immer alles ganz witzig. Wir machen auch viele Junggesellenabschiede oder teilweise auch mal in Kombination vielleicht mit einem Stripper oder ja, da gibt es wirklich die wildesten Dinger. Und anschließend werden dann anonym die Bestellungen aufgenommen und wir kümmern uns dann hier in der Zentrale dann um den Rest. Wie geht so eine anonyme Bestellung? Nein, also es wird natürlich bei der Beraterin nur bestellt. Also die Beraterin weiß natürlich schon, wer was bestellt. Mhm. Diese gibt das dann bei uns im System dann ein und wir schicken das dann dem Kunden zu. Oder man hat halt auch die Möglichkeit, die gesamte Bestellung dann zur Gastgeberin liefern zu lassen. Dann verpacken wir das auch alles separat, sodass halt auch keiner nachher weiß, was bestellt wurde. Mhm. Wohl das bestellt wurde, aber nicht, was bestellt worden ist. Ist denn die Diskretion da so wichtig? Sind die Leute da noch so ein bisschen schüchtern, was das betrifft? Also ich sag mal, die sind schon lockerer geworden, weitaus lockerer. Und haben eigentlich auch auf den Partys immer sehr viel Spaß. Aber ja, so manche Sachen, es gibt immer noch so ein paar Bereiche, die man vielleicht dann doch vor versammelter Mannschaft oder so nicht so gerne besprechen möchte. Dafür ist dann unsere Beraterin dann auch wiederum da, die von uns halt ausgiebig geschult wird. Und die kann dann halt auf diverse Fragen, wie zum Beispiel Beckenboden nach der Schwangerschaft oder halt auch altersbedingt. Analverkehr ist halt auch immer noch so ein Thema, was man halt nicht so gerne öffentlich besprechen möchte. Und da ist unsere Beraterin aber dann immer sehr hilfreich und kann dann halt die ein oder anderen Tipps geben oder halt auch dann die dementsprechenden Produkte dann ihr auch nochmal ausgiebiger erklären. Also kommt es dann vielleicht auch schon mal vor, dass so ein Gast sagt, so kann ich mal kurz alleine mit dir sprechen, so oder? Also machen wir ja grundsätzlich. Also ach so. Wir machen halt erst die Party, dann wird halt alles gezeigt, es wird ein bisschen Sekt getrunken und anschließend werden dann die Bestellungen immer separat aufgenommen. Also in einem separaten Raum, wo man dann halt auch in Ruhe sich austauschen kann, Fragen stellen kann. Ah, ja. Okay. Ja, ich war noch nie Teil so einer Party und deshalb frage ich halt so, ne, wie das so vonstatten geht, aber finde ich ganz spannend. Also wir sind jetzt auch gerade zur Corona-Zeit sehr gewachsen, dadurch, dass wir halt auch noch ein bisschen andere Wege gefunden haben, wie man trotzdem, sage ich mal, eine diverse Beratung an den Kunden bringen kann. Aber es ist natürlich so, dadurch, dass wir an den Kontaktbeschränkungen ja leider gebunden sind, das heißt, solange man sich halt privat auch nicht treffen kann, dürfen wir halt auch nicht vollständig arbeiten. Das heißt, weil ihr seid ja an sich ein Unternehmen, ihr dürft als Geschäft ja arbeiten, aber eure Arbeit findet im Privatbereich statt und das ist wahrscheinlich das Problem, ne?
Ja, genau, genau. Also die müssen sich ja treffen dürfen. Mhm. Wir können zwar eine 1:1 Beratung machen, das haben wir jetzt auch schon gemacht, sogenannte Hybridpartys. Mhm. Das heißt, man fährt halt zu der Gastgeberin, baut halt da auch ganz normal seinen Tisch auf, wie man es alle so kennt. Wir haben auch ein Hygienekonzept komplett ausgearbeitet. Und dann schaltet man quasi dann seine Mädels oder wen auch immer dann halt per Laptop dann dazu, sodass sie halt dann eher digital an der Party teilhaben können. Und ja, das klappt eigentlich auch schon ganz gut, aber es ist natürlich immer noch was anderes, als wenn man zu Hause mit einem Gläschen Sekt sich Klar. ein bisschen mehr unterhalten kann. Also ich stelle mir auch vor, da kommt ja auch erst wahrscheinlich, baut sich überhaupt so eine Stimmung erstmal auf, ne? Man trifft sich wahrscheinlich, sind die ganzen Mädels, könnte ich mir so vorstellen, aufgeregt, aber nachher kommt die Dame mit dem Koffer so, ne? Und dann tuschelt man wahrscheinlich schon so und wie du sagst, hat schon ein Sektchen so. Also man bereitet sich ja so ein bisschen darauf vor, ne? Anstatt sich jetzt bei Zoom einzuwählen. Könnte ich mir vorstellen, dass merkst du auch, dass die zurückhaltender sind bei den Bestellungen online oder würdest du sagen, es ist ähnlich wie bei einer Party vom Volumen her? Also es ist natürlich schon so, dass halt die Beratung bei uns im Vordergrund steht und eben der Unterschied im Gegensatz zu jetzt halt alles, was halt online stattfindet, ist natürlich, dass man halt auch die Ware in der Hand halten kann und dass man halt auch spürt, wie viel Vibrationsmodis hat das Gerät jetzt oder auch der Riechfaktor und so weiter. Und das ist halt was, das kann man natürlich online nicht rüberbringen. Aber ich muss sagen, dass es jetzt im Gegensatz zum letzten Lockdown jetzt schon weitaus besser auch von den Kunden. Also wir sind eigentlich europaweit tätig, also alles, was halt angrenzend von Deutschland ist, Österreich, Luxemburg, Holland, Frankreich. Also wir haben halt überall unsere Beraterin und ja. Und wo habt ihr euren Hauptsitz? In Wiedmarschen, im kleinen niedersächsischen Wiedmarschen an der holländischen Grenze. Eigentlich streng katholisch hier alles, also Wiedmarschen ist ein Wallfahrtsort. Da geht's doch bestimmt am besten, oder? Ja, also es ist schon, ja, wir haben halt unser Lager hier und wir verschicken ja auch von hier aus die Ware und mittlerweile weiß, glaube ich, auch jeder, was wir machen. Es wurde am Anfang natürlich schon so ein bisschen belächelt, aber so mittlerweile... Sie kennen uns auf jeden Fall alle. Das ist erstmal das Wichtigste. Und wie lange gibt es euch schon? Uns gibt es jetzt seit 2009. Mhm. Oh ja, dann seid ihr ja, haben sie sich an euch gewöhnt. Ja, genau. Am Wallfahrtsort. Genau. Ja, kommen wir auf Corona mal direkt zu sprechen. Wie hat euch das denn getroffen, gerade so am Anfang? Also du hast das ja schon so ein bisschen angedeutet, aber wie war das für euch? Weil ihr wart ja betont eigentlich nicht online, weil euch dieser persönliche Kontakt auch wichtig war. Ja, also es ist, wie gesagt, beim letzten Lockdown war natürlich erstmal, wusste man gar nicht, was macht man jetzt überhaupt und wie geht's jetzt überhaupt weiter und man musste natürlich erstmal irgendwie komplett umdenken. Dann hat man natürlich auch ein bisschen geguckt, was machen andere Direktvertriebe vielleicht in dem Bereich und haben dann super viel Arbeit reingesetzt, um halt irgendwelche Konzepte auf die Beine zu stellen, um unseren Beraterinnen, was ja auch meistens ja auch alles Muttis sind oder auch teilweise alleinerziehend oder so, aber die wollen natürlich auch weiterhin ihr Geld, müssen auch ihr Geld verdienen. Und haben dann halt alles, ja, haben viel geschult. Wir haben sehr viele Konzepte auf die Beine gestellt, wie für die WhatsApp-Partys. Und das ist halt was wir unseren Beraterinnen auch grundsätzlich alles jetzt kostenlos an die Hand geben, weil wir halt auch jetzt jedem irgendwie die Möglichkeit geben möchten, gerade in Zeiten wie diesen, wo viele auch auf Kurzarbeit und so weiter sind, dann trotzdem, ja, Geld zu verdienen. Kostenlos zur Verfügung heißt die Schulungen oder weil du auf WhatsApp jetzt eingegangen bist, kriegen die dann Handys von euch oder? Nein, also ein Handy hat ja mittlerweile heutzutage Gott sei Dank fast jeder. Aber es gibt ja, wenn man so eine Party macht, dann braucht man halt Postings, man braucht Videomaterial, man braucht Bildmaterial, man braucht Texte und das ist halt alles was wir komplett ausgearbeitet haben und wir dann quasi jeder Frau, die das halt machen möchte, nebenbei, abends auf dem Sofa oder was auch immer, dann kostenlos zur Verfügung stellen, sodass sie halt dann auch diese WhatsApp-Partys ja von überall, wenn sie möchte, halt dann auch selber veranstalten kann. Also quasi auch das Marketingmaterial und sowas stellt ihr zur Verfügung? Alles, ja. Du sagst auch,
die Leute sind darauf angewiesen. Haben die Einbrüche erlitten oder konntet ihr das relativ schnell auffangen durch das Umschwenken ins Online-Business sozusagen? Oder ins Digitale? Also zur Corona-Zeit war es natürlich ein bisschen, ja, noch ein bisschen heikel, weil es war für alle natürlich erstmal eine neue Situation und dann gibt es halt vielleicht auch viele, die sagen, ach, WhatsApp-Partys macht sowieso keiner und haben dann doch irgendwann mal ihre über 1000 Euro Umsatz geschrieben. Wow. Das kommt halt immer ganz drauf an. Und aber wir konnten ja zum Glück zwischen den beiden Lockdowns wieder arbeiten und da haben wir natürlich, oder konnten wir Gott sei Dank auch einiges wieder auffangen, sodass wir halt auch dann die Umsätze wieder geschaffen haben, die wir sonst im Jahr auch davor, im ganzen Jahr geschrieben haben. Wie sieht's denn aus mit Corona-Hilfen? Weil ihr wart ja auch, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, so ein bisschen irgendwie so zwischen den Vorgaben, die von Bund und Ländern gab für die Hilfen, so, ne? Mit eurer Branche sozusagen. Ja, also wir sind eigentlich von der Branche komplett ausgeschlossen. Es gab halt wohl im ersten Lockdown die Möglichkeit, diese Corona-Hilfe zu erhalten. Aber jetzt im zweiten Lockdown, jetzt was Überbrückungshilfe und so weiter angeht, das sind halt wirklich Peanuts. Also man kann vielleicht gerade, sag ich mal, die Lagermiete davon dann dementsprechend beziehen oder sonstige Fixkosten. Dadurch, dass ich aber auch eine Firma bin, die nie in ihrem ganzen Leben noch nie einen Kredit für diese Firma aufgenommen hat, bringt mir das natürlich jetzt auch nichts. Ich meine, im Endeffekt kommt mir das jetzt zugute, weil ich jetzt natürlich auch keine großen Verbindlichkeiten habe, die ich jetzt in dieser Zeit dann irgendwo überstehen muss, sondern ja, kann mich trotzdem auf mein Kerngeschäft dann konzentrieren. Habt ihr vielleicht andere Produkte auch mit reingenommen? Also ich habe das ja eingangs erzählt, dass es waren Meldungen von Ende Januar, dass die Branche wirklich einen Umsatzplus nach dem anderen schreibt. Also da wurden halt so Eis.de, Orion, Amorelie zum Beispiel genannt, halt die Großen, die halt ihre Zahlen rausgegeben haben. Hat sich da was verändert? Weil ich habe gelesen, dass halt das Bedürfnis größer geworden ist und ich sag mal, neue Vibratoren entwickelt wurden und so. Habt ihr auch euer Sortiment erweitert oder angepasst der aktuellen Lage? Jein. Also wir haben bei uns, also wir grenzen uns ja sowieso so ein bisschen von unseren kompletten Mitbewerbern ab, dadurch, dass wir zum Beispiel auch Artikel im Sortiment haben, die den Wellnessbereich mit abdecken, also sowas wie dauerhafte Haarentfernungsgeräte, die bei uns jetzt im Moment auch super laufen. Also die verkaufen wir wirklich wie Sand am Meer. Ja, super. Und ansonsten legen wir eh immer Wert drauf auf zum Teil exklusive Produkte. Also wir haben für manche Produkte halt den Exklusiv Vertrieb für Deutschland. Wir haben aber auch viele Markenartikel wie Womanizer oder sowas halt Frau eigentlich auch so kennt. Und aber jetzt, so dass wir jetzt gesagt haben, wir haben jetzt aufgrund von Corona sehr viel Neues reingenommen, das haben wir eigentlich nicht getan. Also wir entwickeln uns eigentlich ständig weiter und wir kriegen auch ständig neue Artikel. Deswegen kann man das auch schlecht sagen, ob das jetzt nur Corona-bedingt ist. Aber wir haben halt von unserem Sortiment her umfasst das jetzt auch mittlerweile, ich glaube, über 300 Artikel. Wow. Hat die dann eure Beraterin immer dabei? Nicht alle. Also, nicht alle. Also unsere Bestseller sind immer dabei und die Beraterin hat aber auch selber die Möglichkeit zu sagen, ich nehme nochmal das, den Artikel oder den Artikel. Das ist kein Problem. Also sie kann sich ihr Koffer auch dementsprechend immer wieder aufstocken und entscheidet dann somit selber, was sie dann mitnimmt auf den Partys. Was ist denn so euer Verkaufsschlager? Also du hast jetzt diese dauerhaften Haarentferner angesprochen, aber zum Beispiel bei den Sextoys oder so kannst du sagen, Mensch, das geht Hammer bei uns? Also unsere exklusiven Produkte, die laufen ganz gut, weil die halt nicht nur in ihrer Form einzigartig sind, sondern halt auch in Farbe und so weiter, weil wir arbeiten da mit einem Geschäftspartner zusammen, der diese halt auch komplett entwickelt und auch produzieren lässt und somit haben wir da natürlich auch was ganz Besonderes. Ansonsten, ja, der Womanizer ist natürlich einer der Artikel, der immer läuft, weil das kennen halt auch die meisten oder sowas wie V-Vibe oder so als Partner-Toy. Ansonsten halt auch unsere Dessous. Also eigentlich verkaufen wir sehr viele Sachen, eigentlich sehr gut. Jetzt, wo du Dessous sagst und du erzählt hast, dass ihr auch in Frankreich seid, so gibt's da so, kannst du sagen, die Deutschen stehen mehr auf das und die Franzosen mehr auf das? Also merkst du da so Unterschiede in den Absätzen? Nein, also das kann man eigentlich nicht sagen. Das ist wirklich bunt gemischt. Also wir haben
bei uns ja auch Artikel bis, also Dessous bis 6XL. Damit grenzen wir uns halt auch wieder so ein bisschen von allen ab, weil wow, gerade so die Übergrößen sind halt sehr wenig zu finden, gerade in unserem Bereich. Aber auch da haben wir halt was dabei, sodass wir halt auch sämtliche Wünsche dann auch irgendwie bedienen können. Aber man kann jetzt nicht unbedingt sagen, so da läuft dies und da läuft das. Das ist bei uns sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja, umso besser. Also wenn, vielleicht sind die Bedürfnisse der Frauen, ich sag mal, im Großraum Deutschland sozusagen und angrenzenden Europa ja auch ähnlich. Okay. Du hast mir jetzt erzählt, dass, oder im Vorgespräch, dass ihr Online-Shop erstmal bei dem Thema, dass man direkt bei euch online Sachen bestellen könnt, ihr da sehr zurückhaltend wart. Aber mittlerweile habt ihr ja einen gelauncht, ne? Genau, wir haben jetzt einen neuen Shop erstellt, der ist aber hauptsächlich für unsere Beraterin gedacht, weil wir haben natürlich auch überlegt, wie können wir unseren Beraterinnen eine Möglichkeit geben, sein Geld zu verdienen, ohne vielleicht viel dafür tun zu müssen, und uns aber nicht in den Vordergrund zu stellen, weil wir eigentlich immer gesagt haben, wir wollen halt keinen eigenen Online-Shop, weil so wie bei unseren Mitbewerbern, dass halt dann der Online-Shop immer im Vordergrund steht, aber die Beraterinnen haben da gar nichts von. Und das ist eben genau das Konzept, was wir nicht fahren wollten. Und deswegen haben wir jetzt ein Konzept erstellt, wo unsere Beraterinnen halt am Verkauf direkt mitverdienen können. Also sie bekommen Provisionen dafür, haben aber trotzdem auch noch die Möglichkeit, über zwei Ebenen Gruppen- und Teamaufbau zu betreiben, sodass sie sich halt quasi auch noch ein, ja, gerade jetzt in Corona-Zeit ein indirektes Einkommen dann auch oder ein passives Einkommen dann auch erzielen können. Aber das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast höre und denk, Mensch, liebes Engel, was machen die denn da so und was haben die für Produkte? Könnte ich jetzt auf eurer Website die Produkte sehen oder müsste ich dann irgendwie eine Beraterin von euch kontaktieren? Also bei uns auf der Party-Seite bewerben wir das jetzt nicht, aber wir sind ja so viele Liebesengel und die findet man alle bei Facebook, Instagram etc. Und die haben auch alle dann ihren Link in ihrer Bio zum Beispiel oder bewerben das natürlich auch in irgendwelchen Facebook-Gruppen. Und da findet man eigentlich immer jemanden, wenn man Liebesengel eingibt, um vielleicht dann darüber zu bestellen. Also wir wollen wirklich, dass der Fokus mehr über die Beraterin geht, weil wir gesagt haben, gut, wir stecken dann lieber zurück und entwickeln dann ein vernünftiges Konzept für unsere Beraterin, weil die sind uns halt sehr wichtig. Und unsere ohne Beraterin gibt es halt auch kein Liebesengel. Und das heißt, die Liebesengel sind so wie analog zum ADAC sozusagen die gelben Engel, das sind die, die rausgehen und quasi diese Partys und Beratungen machen. Also eure Mitarbeiterinnen heißen auch Liebesengel. Genau. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, es ist einfach generell quasi eure Produkte sozusagen. Nein, nein. Aber also die Firma heißt so und unsere Engel heißen auch so, weil wir immer gesagt haben, so Liebe kann halt so viel sein. Und Engel, dachte ich mal, gut, das sind dann alles meine Engel und jede Frau ist ja gerne ein Engel. Vielleicht auch manchmal eher ein Teufel, aber Engel wollen sie ja dann doch alle ein bisschen sein. Und ja, fand ich halt ansprechend und kommt auch gut an bei unseren Mädels. I feel it in my body. Girl, I feel this magic. Wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Unternehmen aufzubauen? Ja, also eigentlich war das, oder habe ich Liebesengel aus einer Ich-AG gegründet. Und wir sind damals wirklich ganz, ganz klein angefangen. Ich bin ursprünglich Kosmetikerin und war auch vorab schon, wie viele Jahre war ich da? Fast 10 Jahre selbstständig als Kosmetikerin und habe damals meinen ersten Partner, Fun Factory, die haben ja auch ihren Sitz in Bremen, habe ich damals über eine Kosmetikmesse kennengelernt. Und dann habe ich noch zu meinem Mann gesagt, so, man könnte doch auch so Partys machen mit Toys und so. Und das war 2005. Und gab's das dann noch nicht? Aber, es gab Mitbewerber, die damals zu dem Zeitpunkt gestartet sind. Also wir wären heute wahrscheinlich schon viel weiter, wenn wir es damals dann doch gemacht hätten. Genau, aber wir haben dann, es fehlte halt auch so ein bisschen, man war halt auch noch sehr jung und es fehlte auch so ein bisschen an Know-how und alles Mögliche. Und dann haben wir gesagt, ach Quatsch, wir sind hier im katholischen Wiedmarsch. Das macht sowieso keiner. Und dann haben wir die Idee eigentlich auch wieder fallen gelassen. Ja, und dann ist mein Mann später arbeitslos geworden. Und dann haben wir gesagt, was müssen wir jetzt machen? Und er hat halt in der Firma, wo er vorher gearbeitet hat, also die Firma hat geschlossen, deswegen konnte er das nicht weiter ausüben,
hat er halt sehr viel gelernt, was Programmieren und so weiter alles angeht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt über die Ich-AG. Das haben wir dann damals auch getan. Und ja, wie gesagt, ganz klein. Und dann haben wir erst in so einem, ja, wie in so einem Ikea-Regal quasi angefangen, sind dann, haben dann nachher einen Raum abgeteilt, weil wir brauchten dann doch mehr Platz. Dann war der Raum zu klein, dann haben wir ein Haus gekauft und von diesem Haus sind wir dann nachher ja, zu unserem jetzigen Lagerort dann gezogen und haben jetzt da 300 Quadratmeter. Aber das heißt, du warst der erste Liebesengel, also du hast deine ersten Partys gemacht sozusagen? Ja, ich habe selber früher auch, also ich bin selber als Engel quasi dann angefangen, ja. Mhm. Und wie wurde das dann angenommen? War das ja, also gerade wenn du noch relativ früh gestartet bist, wo das jetzt noch nicht so verbreitet war in Deutschland? Doch, dadurch, dass ja meine Mitbewerber ein bisschen schneller waren als ich, war es natürlich schon bekannt. Und ich habe auch heute immer noch wohl Damen, die sagen, ach Nadine, würdest du nicht kommen? Aber mittlerweile, ganz ehrlich, da fehlt mir einfach die Zeit, weil ich arbeite momentan 24/7 und da bleibt für mich keine Zeit mehr noch, um Partys zu machen. Aber wir haben so viele super Engel mittlerweile dabei und ja, das klappt also wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich mir vor, also als ich damals gestartet bin, habe ich mir das so auch nicht erträumen lassen. Und klar, man hat auch mal Fehler in der Zeit vielleicht gemacht oder na, aber das gehört ja auch irgendwie so zum Business dazu. Aber wir haben uns sehr, sehr weit entwickelt. Also wenn ich so unsere ersten Kataloge oder sowas auch angucke oder gucke dann, wo wir heute stehen, mit einer super Vertriebsleitung hinter mir und das ist schon, ja, ist schon der Knaller. Und wie viele Leute seid ihr in der Verwaltung, sage ich mal? In der Verwaltung sind wir jetzt 6. Mhm. Ist ja auch relativ viel, ne? Also seid ihr schon... Ja, ich meine, das meiste läuft natürlich über die Beraterin, aber ich muss auch ehrlich gestehen, wir sind halt lieber welche, die vieles selber machen, weil sie dann auch wissen, es ist zu 1000%, als wenn man halt auch viel abgibt. Also andere Firmen, die machen halt viel vielleicht auch eher über externe Firmen oder Marketingfirmen oder sowas, aber wir machen halt sehr viel selber und deswegen kennen auch die meisten meiner Beraterinnen mich auch alle persönlich, weil ich einfach gerade so dieses Persönliche oder auch dieses Familiäre, was wir halt auch in der Firma haben, das kommt nicht nur bei den Mädels gut an, sondern das gibt uns halt auch sehr viel, dass man, ja, da ist der Zusammenhalt einfach ganz anders, als wenn man, ja, sag ich mal, jetzt für irgendjemanden arbeitet, der einfach nur noch Geld reinsteckt oder sowas, sondern das ist halt schon was anderes, ob man eine Firma von klein auf wirklich aufbaut und da ganz viel Herz reinsteckt, als wenn das einfach nur eine Geldmaschine ist. Und das ist Liebesengel mit Sicherheit nicht. Hast du das Gefühl, dass vielleicht dieser Ansatz auch der Grund ist, warum ihr jetzt so gut durch diese Krise kommt oder so stabil, sage ich mal? Definitiv. Also dieses Herzliche oder auch dieses Familiäre, das macht halt ganz viel aus, auch bei den Beraterinnen. Und wir sehen ja auch, wie viel Mühe sich unsere Beraterinnen immer wieder nehmen für sämtliche Sachen, ob es jetzt irgendwelche Fotoaktionen sind oder Videos, die sie dann machen, gerade so zu Corona-Zeiten mit Bleib zu Hause etc., wo dann wirklich, sag ich mal, sämtliche Beraterinnen aus ganz Deutschland es trotzdem schaffen, Videos zusammenzuschneiden, wo sie sich zum Beispiel Toys hin und her schicken. Und das ist halt schon was, das zeigt mir auf jeden Fall immer, dass sie halt auch wirklich zu 1000% hinter uns stehen. Und gerade das macht es natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn man dann auch weiß, wie die Beraterinnen dann so weit ticken und wie es halt, ja, das alles Hand in Hand gibt. Ne? Na, das sind ja sicherlich auch, sie ticken ja wahrscheinlich so, wie du sie auch ausgewählt hast, ne, für dein Unternehmen, dass das zusammenpasst. Ja, also, gut, die Beraterin wählt ja im Endeffekt erstmal uns aus und sagt, ich möchte gerne bei euch einsteigen. Aber dadurch, sage ich mal, dass sich auch viele ja auch persönlich kennen durch irgendwelche Treffen, wo ich dran teilgenommen habe. Mhm. Oder wir zoomen zum Beispiel teilweise sogar mehrfach die Woche. Das ist schon, ja, da geht man auf einer ganz anderen Basis aufeinander zu, als wenn man jetzt nur irgendwie so einen festen Clan hat, sondern ja, bei uns wird jeder mit einbezogen. Wie zufrieden bist du denn mit der Politik?
gar nicht. ja, das Problem ist einfach, wir werden ja einfach schlichtweg vergessen. Es reden alle immer nur von Friseure oder von Geschäften. Natürlich, auch ich sehne mich danach, mal wieder irgendwo was essen zu gehen oder auch das alleine schon, dass wir uns mit unseren Beraterinnen mal wieder irgendwo treffen können zum Essen oder was auch immer. Aber letztendlich, wir sind ja an den Kontaktbeschränkungen halt gehaftet und das vergisst ja irgendwie jeder. Und das ist vor allen Dingen auch das allerletzte, was von der Regierung irgendwann mal wieder freigeschaltet wird. Und das Problem ist ja auch noch, es gibt sonst den Bundesverband für Direktvertrieb, der auch immer so Listen veröffentlicht, was dürfen wir nicht, wo dürfen wir Party machen, wo nicht. Aber dadurch, dass ja jedes Bundesland sein eigenes Süppchen macht, ist das für uns sehr, sehr schwierig. Weil dann ist zum Beispiel, jetzt als Beispiel ist in Nordrhein-Westfalen, sind 1:1 Beratungen erlaubt. In Niedersachsen sind 5 Personen erlaubt, im nächsten Bundesland wieder 10. Also es ist schon für uns sehr, sehr schwierig. Aber dadurch, dass wir, ja, aber 10 aus 10 Haushalten oder dann nur 10 insgesamt aus, weiß nicht, 2 Haushalten oder so. Ja, kommt ja drauf an. Also im Moment ist ja sowieso nur 1:1 Beratung. Genau. Das ist im Moment deutschlandweit. Aber sobald die Lockerungen kommen, das hatten wir beim letzten Lockdown halt auch, da war Bayern eins der, was eigentlich so das umsatzstärkste Bundesland ist, durfte aber als allerletztes wieder richtig Partys machen. Und das ist halt schon, es ist schwierig und wir haben auch jetzt viele Kunden auch, die trotzdem anfragen, könnt ihr nicht trotzdem kommen oder so, aber ja gut, wir haben zwar wirklich... Wir treffen uns auf einem Parkplatz. Ja, so ungefähr, aber... Ja, aber das ist ja auch nicht, ne? Nee, eben, also wir haben Konzepte dafür, das ist ja eben das, was mich so ärgert, wenn man jetzt sich nur privat trifft, okay, kann ich das dann noch verstehen, aber wir machen ja auch, sag ich mal, einen Job, den wir vor Ort ausüben, wir haben Listen, wo die sich eintragen müssen, es wird alles desinfiziert, also wir können wirklich genau dann nachweisen, wer, wo, wann, wie teilgenommen hat, aber das wird von der Regierung halt komplett vergessen und deswegen... Ja, es ist für uns, was das angeht, auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und wenn man mal überlegt, dass locker fast über 900.000 Damen und Herren, die im Direktvertrieb tätig sind, also jetzt auch Kosmetik, Tupper und so weiter, es ist halt schon sehr, sehr schade eigentlich, dass es einem so schwer gemacht wird. Aber es gibt ja scheinbar so einen Verband. Kann der nicht auch Druck in Berlin machen? Also meldet ihr das auch zurück, damit die wissen, da gibt's einfach ein Problem? Und, ja, das haben wir mit Sicherheit schon gemacht. Also wir hatten auch, also ich selber hatte mit denen auch schon gesprochen, aber auch wenn die Regierung anschreiben, dann kommt auch so keine Rückantwort. Also da kann man auch lange warten, bis man da mal was hört. Das heißt, leider. Worauf stellst du dich jetzt noch ein? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass die Sonne bald rauskommt, dass die Immunsysteme alle wieder hochfahren und die Zahlen relativ schnell runtergehen, damit auch wir wieder arbeiten können. Weil ich denke da, ja, oder dass auch das mit dem Impfen und so alles einfach viel, viel schneller funktioniert, als was es jetzt gerade ist, weil das ist ja wirklich teilweise echt eine Vollkatastrophe. Aber ja, da müssen wir halt abwarten. Also im Moment gehe ich da tatsächlich davon aus, dass wir vor Sommer auf gar keinen Fall wieder raus können. Kann es aber auch nicht genau sagen. Also man weiß ja auch nicht, wie sich das jetzt alles entwickelt. Aber ja, da bleibt uns einfach nur abwarten übrig. Und zum Schluss, wenn es Lockerungen gibt und möglicherweise so richtig mal wieder Restaurants öffnen, Geschäfte öffnen und so, was ist das Erste, was du machen wirst? Essen gehen. Essen gehen und mich vor allen Dingen wirklich mit meinen Beraterinnen treffen. Also das ist wirklich was, das fehlt mir so sehr, weil man sieht sich zwar immer online und das, wie gesagt, ja auch jede Woche, aber diese Treffen allgemein, dieser Austausch vor Ort und das ist einfach was anderes und ich liebe das und meine Vertriebsleitung zum Beispiel sitzt in Bayern und die möchte ich auch so gerne wieder besuchen und auch die Mädels vor Ort, das möchte ich wohl gerne. Also das ist für mich eigentlich so jetzt das Oberste, weil das gibt einem auch mal sehr, sehr viel wieder und zeigt auch noch irgendwie, dass man so auf dem richtigen Weg ist. Das fehlt mir schon arg, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du das bald wieder machen kannst. Nadine, ich sage vielen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Super, danke auch. Und wenn ihr uns eure Geschichte und Erfahrungen in der Corona-Zeit erzählen möchtet, könnt ihr mitmachen. Schickt uns eine Mail an post@coronazeit.de und wir melden uns bei euch. Das war Corona-Zeit, ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.